weiter geht es bei Assassin's Creed Odyssey. So, und wir werden immer noch von Talos verfolgt. Wir werden immer noch von den Talos verfolgt und der rennt ja auch die ganze Zeit bei uns rum. Und ich will, eigentlich will ich doch nur die Quest da vorne annehmen. Ja, die nächste Nebenquest. Ich will mich noch gar nicht mit Talos prügeln. Ich will Stufe 5 erreichen, ja. Und dann kann ich mich neu ausrüsten, weil wir haben sehr viele Gegenstände im Inventar. 4 Stufe 5. Das Problem ist aber halt, wir müssen immer noch eine Quest abliefern, würde ich sagen. Anscheinend sollten diese neuen Körbe zum Markt. Und dann brach der Karren. Ja. Will auch noch nicht gesehen werden von den Talos. Wie sie gesagt hat, der Karren ist ziemlich mitgenommen. Ja. So, lege den Schatz aus der Höhle in einen Korb, der in der Nähe. Okay, das machen wir. Ach, da vorne schon los. Der gibt mir echt auf den Sack. Also, wenn wir Stufe 5 haben, ist der dran. Das sollte helfen. Besser sie als die Banditen. Das sehe ich genauso. Quest abgeschlossen, gnädige Götter. So, ich hoffe, das gibt ein paar... Ja, wir sind Stufe 5. So, neue Gravur freigeschaltet, Schaden und Gesundheit verbessert. Sehr nice. Gut, damit gucke ich jetzt erstmal in den Fähigkeiten rein. Gut, das ist doch ein schöner Start in die Folge. Wir haben jetzt eine neue Fähigkeit. Der Schaden in Attentäter und Niederschläge ist um 20% erhöht. Oder wir machen das hier. Nahkampfwaffen und Standardpfeile richten für 15 Sekunden Giftschaden an. Ich glaube, das ist doch sehr, sehr nice. Das würde ich auch gerne machen. Das lege ich mal auf die... Wollen wir das auf die B-Taste legen? So. Gut. Das können wir alles sogar noch mal ein bisschen verbessern. So. Halte LB und B gedrückt. Okay. Das sollte man hinkriegen, glaube ich. Hoffe ich. Gut. Alles klar. So, und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz ins Inventar gucken. Da können wir nämlich jetzt ganz viele neue schöne Sachen anlegen. Zum einen haben wir hier zwei Helme. So, das zeitlose Auge. Oder das. Das hat ein bisschen mehr Rüstung. 1% für alle Schäden. 4% Chance, den Halbschaden zu ignorieren. Okay, und 6% Kriegerschaden. Okay, ich finde das hier aber ganz nice. Ja. Wie sieht denn das aus? Das sieht auch schick aus. So. Okay, damit sind wir schon mal hier eine Stufe stärker. Und hauen wir das hier rein. Haben wir hier noch was Schönes? Ja. Rüstung 29. Das ist eine extreme Verbesserung. So, genauso wie das hier nehmen wir rein. So, dann haben wir hier noch was Episches. Und das Pferd haben wir sowieso schon. So, waffentechnisch. Wir hatten ja schon was gravieren lassen. Und zwar das hier, glaube ich. Ja. Obwohl der hier sogar noch epischer wäre. Ein Speer. Kritischer Schaden, Speerschaden, Kriegerschaden plus 6. Aber ich hau mal das hier rein. Ich hau trotzdem mal das Schwert hier rein. Einen Bogen haben wir noch nicht, okay. Herstellen. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir wieder normale Pfeile hergestellt. Gravurenliste. Wir haben noch Kriegerschaden, Jägerschaden, Okay, und das hier schließt man ja später frei. Gut, jetzt sind wir aber ausgerüstet. Jetzt können wir uns theoretisch um Talos kümmern. Hoffe ich. So, und das andere Kram müssen wir denn eigentlich alles nochmal beim Schmied verkaufen. Will ich mich jetzt hier in der Stadt prügeln? Wir könnten... Pass mal auf, der ist ja attentatsanfällig. Das heißt... Wir werden ein Attentat auf ihn einschlagen. Um ihn schon mal einen Haufen Leben abzurupfen. So, mein Freund. Ah!
So, mein Freund. Oh, guck mal jetzt mit dem neuen Schwert. Alter, ging das jetzt so schön. Talos, die steinerne Faust. Du hättest ist den Auftrag besser abgeben, Talos. So, damit haben wir keinen Kopfgeldjäger mehr. Ein Kampf mit Talos. Quest abgeschlossen. Gibt 1500 EP. Sehr geil. So, Arena-Einleitung. Krieger, die Arena von Pevki ist die härteste Arena in der gesamten griechischen Welt. Als letzter überlebender Held der Arena suche ich nun die besten Kämpfer von überall her. Damit sie auf der spektakulärsten Bühne um Ehre des Vergnügens und der Drachenwillen antreten. Euer Ruf eilt euch voraus. Nun, nur wenige töten so gut und poetisch wie ihr. Okay. Bei Interesse sucht mich in Piratencup oder mein Partner Mayon ein Kriegergrab von Pevki auf. Okay. So. Damit haben wir jetzt natürlich ein paar schöne Sachen bekommen. Du Oller Lumpdu! Okay, wir gucken mal ganz kurz an, was er uns da gegeben hat. Okay, es ist schlechter. Das heißt, wir werden den Rest jetzt verkaufen. Und eventuell können wir sogar noch was gravieren lassen. Der Schmied ist da hinten. Alter, was jetzt eine Stufe ausgemacht hat, ja? Ist ja Wahnsinn. Ist echt kranker Wahnsinn. Kaum hast du neue Ausrüstung angelegt, schon haust du den ganz schnell weg. Was ist mit dir los? Wer bist du eigentlich? Bist du einfach nur irgendein Soldat? Okay. So, mein lieber Schmied. Ich möchte gerne was verkaufen. Warum kann ich das andere nicht verkaufen? Doch, warte mal. Das ist ja unser altes, ja? Das ist unser derzeitiger Bogen. Das können wir ablegen. So. Okay, und kaufen. So, ich möchte eventuell einen neuen Bogen haben. Ja, gucke mal. Dann gucke mal einen an. Das ist natürlich alles schlechter. Der 6er Bogen wäre natürlich ideal geil. Okay, okay, okay. Wir kaufen uns aber mal den Banditenbogen. Macht vor allen Dingen auch noch ein bisschen mehr Giftschaden. So. Verkaufen. Jetzt können wir den 1er Bogen verkaufen. Achso. Weil der noch ausgerüstet ist, ja? Der Tag ist noch jung. Okay, weil er noch ausgerüstet ist, dann werden wir es aber jetzt kurz ändern. Zack. Zack. So, reden wir nochmal mit dem Schmied. Ja, kannst du. Du kannst mir den hier bitte abnehmen. So, und danach, bitte, ich will was gravieren lassen. Zum einen den Banditenbogen, wenn es geht. Jägerschaden. Achso, gedrückt halten. Jawohl. So, dann haben wir noch einmal Kriegerschaden, glaube ich. So, Kriegerschaden. Ich bin gerade an überlegen. Hier können wir nichts mehr machen. Okay, das ist das Einzige, was wir jetzt... Nee, das ist schon verbessert, ja? Verbessern. Okay, und gravieren ist eigentlich im Prinzip dasselbe, oder nicht? Aber hier könnte man jetzt ja alles gravieren, ja? Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist, aber der Zeiternter, den würde ich schon gerne noch gravieren lassen. Achso, oh! Okay, Kriegerschaden könnte man nochmal höher machen. Adrenalin bei kritischen Treffern, okay. Komm, das machen wir einfach mal. So, machen wir kritischen Schaden und Adrenalin bei kritischen Treffern. Hab einen guten Tag! Ja, danke schön, mein Freund. So, und dann würde ich einfach mal das hier auswählen. Der Zeiternter. Gut! Was? Club? Okay, ich habe hier was freigeschaltet anscheinend. So, dann gehen wir mal ganz kurz ins Questmenü. Warum ist hier Inventar immer noch aufgeleuchtet? Achso, wegen Questgegenstände, alles klar. Okay, so, Quest, sie wollen Blut sehen. Oh, empfohlene Stufe 25. Okay, das ist aber charakterabhängig, ja. So, wir könnten jetzt noch in den Fußstapfen der Götter machen und danach machen wir Penelopes Totentuch. Ja, dann machen wir in dieser Folge diese Aufgabe hier noch. So, Zacko. Wo ist das? Das ist irgendwo da hinten. Oh. Wo waren das jetzt gewesen? Baumstammschuss fährst? Nee.
Ah, hier vorne ist irgendwas. Ja, nee, hier nicht. Ja, wie kommt der? Da ist es. Alles klar, okay. Gut, wo ist es jetzt auf der Karte da vorne? Okay, ist da jetzt nur eine Stadt, eine Schatztruhe oder ist das diese eine Höhle, wo wir da reinspringen könnten eventuell? Sieht fast danach aus, ja? Wir müssen da runter. Okay, komm, Attacke. Flachkörper macht Laune. So, halte A gedrückt, um aufzutauchen, halte B gedrückt, um unterzutauchen und X, um einen Schwimmzug zu machen, okay. So, das Rätsel haben wir gelöst. Oh, hier sind Quallen. Ich weiß nicht, sind die gefährlich oder... Mal ganz kurz Lust holen. Luft holen, meine ich. So, wir haben hier noch irgendwo einen Schatz. Wir haben hier eventuell noch irgendwo einen Schatz. Oh. Oh. Nein. Die Truhe haben wir schon geplündert, ja? Okay, ich glaube, das da unten ist unsere Sauerstoffanzeige. Jawohl, ist er. Okay, wieder untertauchen. Wie man die ganze Zeit den Schlüpper sieht. Okay, da kommen wir nicht rein, okay. Gut oder auch nicht gut. Je nachdem, wie man es sehen will. Könnte der andere Schatz sein? Guck mal, hier können wir reinschwimmen, oder? Ah, okay, alles klar. Ich wollte schon sagen, jetzt sind wir hier nicht gleich in der Sackgasse. Komm ich hier nicht dran vorbei, oder was? Jetzt. Okay, hier ist anscheinend der Ausgang. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Okay, da unten ist ein kleines Bötchen. Gut. Was haben wir? In den Fußstapfen der Wölfe. Finde und beschaffe den Speer. Okay. Finde und beschaffe den Speer. Also, wir müssen noch mal rein. Wir haben die Mission noch nicht abgeschlossen. Gut, dann müssen wir also noch mal zurückschwimmen. Hallo, Fischis! Na, ihr kleinen Lumpis? So, finde und beschaffe den Speer. Aber wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo der Ausgang ist. Das ist schon gar nicht mal so schlecht.
Guck mal, ist da hinten noch eine Höhle? Warte mal, ich will mal hier ganz kurz hier lang laufen. Ah, ich glaube, hier könnte man auch direkt raus, ja? So, ich schwimme mal darüber. Oh! Nee, zuschlagen wollte ich jetzt nicht. Pack mal wieder deinen wunderschönen Säbel weg. So, dann gucken wir mal hier lang. Also, wir sind ja noch im Erkundungsgebiet. Ich habe mal kurz den Scanner angemacht, aber hier scheint nichts zu sein. Ich hoffe halt, dass wir das auch zeitlich schaffen. Okay. Guck mal, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, wo wir jetzt sind. Ja, mach, schütte dich mal trocken. Oh, was ist das? Pilze? Kann ich nicht mitnehmen, okay. Aber hier ist irgendwas. Da ist irgendwas. Oh, hier ist wer. Okay, da ist unser Schatz. Und da sind zwei. Au. Ah, sehr nice. So, gut. Schalte 50 Gegner mit dem Speer aus. Okay, das ist sogar eine Nebenaufgabe irgendwie. Alles klar, nee, aufheben will ich dich nicht. Ah, hier ist noch dieser Speer. Alles klaro. So, du brauchst keine Drachen mehr, mein Freund. Du brauchst keine mehr. So, jetzt können wir hier wieder raus. Können wir hier oben raus? Weil ich das da gerade so sehe. Ah, jetzt hätte ich das auch noch mitnehmen können. Ja, ist egal. Ist egal. Oh! Wer bist denn du? Warte, wie war das? Ah, alles klar, so aktiviert man das. Okay, gut, dann haben wir das auch schon mal herausgefunden. So, kann ich dich noch durchsuchen? Ja, kann ich auch noch. Ah. Hä? So, mein Freund, auch du bist Geschichte. Nee, aufheben möchte ich nicht. Was ist das denn? Ah, ist der Sonnenstrahl, ja. Gut, alles klar. Okay, was es hier nicht alles gibt, ja? Alter, das wird zu geil. So, dann gehen wir mal die Quest ab. Oh, schöne rote Vögelchen. So. Guten Tag. Cassandra, bist du hier, um über den Speer zu reden? Habe ich. Oh, gut. Sag, hast du ihn gefunden? Ja. Sprechen wir über eine Belohnung, betrachte ihn als Spende. Ich habe ihn nicht gefunden. Warum ist da seine Wagenzeichen dahinter? Also, wir haben ihn gespunden und hier, ich bin sehr gnädig. Ja. Betrachte ihn als Spende für den Tempel. Ich will dafür kein Geld haben. Keine Belohnung? Oh, Cassandra, ich stehe in deiner Schuld. Wenn mein Tempel dir oder deinen Freunden jemals behilflich sein kann, schick sie her. Ich werde es nicht vergessen. Okay, alles klar. Ja, Quest abgeschlossen. In den Fußstapfen der Götter. Sehr, sehr schick. Guti!
Damit sind wir auch schon wieder bei 20 Minuten angekommen und ich denke mal so, 20 Minuten ist eine gute Zeit für seine Folgen, ja, gerade weil sie auch täglich dann rauskommen sollen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und in der nächsten Folge machen wir denn das Totentuch der Athene? Nee, Athene? War das Athene? Warte. Ah nee, Penelopes Totentuch. Das machen wir denn in der nächsten Folge. Ich markiere es schon mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, ciao! The gods have spoken. You shall never leave this island that you call home. You shall never step foot out of your own village to dare and travel the world. You shall live a small, tedious life in the comfort of your home. After all, for every hero, the world needs cowards like yourself. For your entire existence, you shall never have to face danger to fight for your own life. Nor will you know courage, boldness, or bravery. And in the end, alone, you shall vanish, forgotten for eternity. That is the will of the gods, and your destiny shall be fulfilled.